Also willkommen heute zum letzten Teil des achtfachen Pfades. Die anderen beiden Teile habe ich jetzt am letzten Male gegeben. Also heute geht es um die rechte Anstrengung, um die rechte Achtsamkeit und um die rechte Konzentration. Wir schauen erstmal, was der Habener zu den drei Themen sagt und versuchen im Ganzen dann ein bisschen mehr Leben einzuhauchen und auf unsere eigene Praxis zu schauen, wie wir das reflektieren oder wie wir dort heilsam reflektieren können. Also es sind ein paar Sutten hier mit dabei, die werde ich vorlesen. Und manchmal, wenn man jemanden zuhört, der etwas vorliest, manchmal ist man irgendwie zu oder versteht es schlecht oder hat ein Wort nicht verstanden. Also am Ende des Vortrags, ich habe die Sutten nochmal aufgelistet. Falls jemand das Interesse hat, der kann sich die mal abschreiben oder sich den Zettel mitnehmen und zu Hause mal in Ruhe nachlesen oder auf palikanon.de nachschauen. Also es geht erstmal um die rechte Anstrengung und wenn wir uns einfach so mal grob die Definition für Anstrengung anschauen oder was anstrengend bedeutet, brauchen wir uns halt mal nur mal auf unserem Planeten umschauen. Und wir erkennen halt schnell, wozu der Mensch durch seine reine Anstrengung halt in der Lage ist. Wir sehen Straßen, ganze Infrastrukturnetze, Autobahnen, Kanäle, Flughäfen und so weiter. Und wir sehen auch, wie der Mensch in Landschaftsgestaltung Einfluss nimmt. Felder bewirtschaftet, Wälder rodet und sie hoffentlich wieder aufforstet. Und dies geschieht natürlich durch seine Anstrengung, ob sie nun körperlicher oder geistiger Natur ist. Hier geht es im achtfachen Pfad natürlich, wollen wir erforschen, welche Art von Anstrengung wir für diesen Pfadfaktor benötigen und welche Qualität der Anstrengung uns dabei der Buddha für unseren spirituellen Fortschritt ans Herz legt. Zum Thema Anstrengung habe ich 4 Sutten mal kurz rausgesucht. Das ist einmal die Magavibhanga Sutta, die Pfadanalyse, die Kusala Sutta, das Heilsame, die Mahachatarisaka Sutta, die großen 40 und die Sona Sutta. Also zum Thema Anstrengung schauen wir mal, was der Buddha dazu sagt. Und der Sutta der Pfadanalyse sagt der Buddha: Und was ihr Mönche ist rechte Anstrengung. Es gibt den Fall, wo ein Mönch Begierde generiert oder Verlangen generiert. Also mit Verlangen, nicht einfach Verlangen loslassen, sondern auch für die Praxis ist Verlangen notwendig, sich bemüht, Ausdauer aktiviert, seine Intentionen lenkt und unterstützt, damit böse, ungeschickte Qualitäten, die noch nicht entstanden sind, nicht entstehen. Er generiert Begierde, bemüht sich, aktiviert Ausdauer, lenkt und unterstützt seine Intentionen, um böse, ungeschickte Qualitäten, die schon entstanden sind, aufzugeben. Er generiert Begierde, bemüht sich, aktiviert Ausdauer, lenkt und unterstützt seine Intentionen, um heilsame Qualitäten zu fördern, die noch nicht entstanden sind. Er generiert Begierde, bemüht sich, aktiviert Ausdauer, lenkt und unterstützt seine Intentionen für die Erhaltung, Vermehrung, Fülle, Entwicklung und Kulmination von heilsamen Qualitäten, die schon entstanden sind. Dies, ihr Mönche, ist rechte Anstrengung. Also, das sind die 4 rechten Anstrengungen, wovon der Buddha spricht. Erster Teil von der rechten Anstrengung. Zweitens, was wir tun bei der rechten Anstrengung ist natürlich unheilsames Aufgeben und heilsames Entwickeln. Und da sagt der Buddha in der Kusala Sutta, jetzt wird's ein bisschen, habt Geduld, ein bisschen schwer zuzuhören, weil der Buddha oft mit seinen Worten spielt. Und zwar sagt er: Gebt auf, was unheilsam ist, ihr Mönche. Es ist möglich aufzugeben, was unheilsam ist. Wäre es nicht möglich, das aufzugeben, was unheilsam ist, dann würde ich euch nicht sagen, gebt auf, was unheilsam ist. Doch weil es möglich ist, das aufzugeben, was unheilsam ist, gebt auf, was unheilsam ist. Wenn dieses Aufgeben des Unheilsamen zu Leid und Schmerz führen würde, dann würde ich euch nicht sagen, gebt auf, was unheilsam ist.
Doch weil dieses Aufgeben des Unheilsamen zu eurem Vorteil und Glück führt, sage ich euch, gebt auf, was unheilsam ist. Entfaltet, was heilsam ist, ihr Mönche. Es ist möglich zu entfalten, was heilsam ist. Wäre es nicht möglich zu entfalten, was heilsam ist, dann würde ich euch nicht sagen, entfaltet das, was heilsam ist. Doch weil es möglich ist, das zu entfalten, was heilsam ist, sage ich euch, entfaltet das, was heilsam ist. Wenn die Entfaltung von dem, was heilsam ist, zu Leid und Schmerz führen würde, dann würde ich euch nicht sagen, entfaltet das, was heilsam ist. Doch weil diese Entfaltung von dem, was heilsam ist, zu eurem Vorteil und Glück führt, sage ich euch, entfaltet das, was heilsam ist. Das war's schon. Also das unheilsames Aufgeben und heilsames Entwickeln. Also das hat der Buddha wirklich sicher gegangen, dass das jeder versteht. Und bei diesen Anstrengungen, wenn wir halt einfach nur mal die Anstrengungen so analysieren, werden wir natürlich feststellen, dass wir auch nicht nur reine Anstrengung oder reine Energie brauchen, sondern wir benötigen hier natürlich auch andere Faktoren, die hier zusammenarbeiten, nämlich rechte Achtsamkeit. Und zwar, das ist der Faktor, der die Dinge wahrnimmt, und rechte Konzentration oder halt auch die Weisheit, die wir dort entwickeln, um die Dinge, die wir wahrnehmen, auch im richtigen Kontext zu setzen, um zu wissen, zum Beispiel, was heilsam und was unheilsam gerade entstanden ist. Dann ein anderer Teil der rechten Anstrengung ist natürlich die falschen Fahrtfaktoren aufzugeben. Und da schauen wir nochmal auf eine kleine andere Sutta, und zwar die Mahachatarisaka Sutta, die großen 40. Da sagt der Buddha nämlich, jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Ansicht zu überwinden und richtige Ansicht zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Absicht zu überwinden und richtige Absicht zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Rede zu überwinden und richtige Rede zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsches Handeln zu überwinden und richtiges Handeln zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Lebensweise zu überwinden und richtige Lebensweise zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Was sind jetzt die wichtigsten Auszüge aus der Sutta? Zum Thema Anstrengung ist natürlich auch gut zu wissen, oder das merkt man halt oft selbst, dass man gewisse Anstrengung, dass man eine bestimmte Balance braucht, dass man auch das Maß an Anstrengung zu verschiedenen Situationen anders einstellen muss. Und bestimmt ist es euch oder vielen von euch dieses Gleichnis des Buddhas bekannt von diesem Lautenspiel. Das kommt nämlich in der Sona Sutta vor, wo der ehrwürdige Sona in Abgeschiedenheit im kalten Walde bei Rajagaha meditiert, nachdem er so lange gegangen ist, bis seine Fußsohlen angefangen haben zu bluten. Und er halt sich so angestrengt hat, so lange meditiert ist, und dann hat er sich hingesetzt und sich gedacht, von den Jüngern des Erhabenen, die voller Eifer verharren, bin ich einer. Dennoch aber findet mein Herz nicht die haftlose Befreiung von den Trieben. Nun besitzt ja meine Familie großen Reichtum, und man kann diese Schätze genießen und dabei gute Werke tun. So will ich dann lieber die Schulung aufgeben, zum niederen weltlichen Leben zurückkehren, meinen Besitz genießen und gute Werke tun. Der Buddha hat diese Gedanken des ehrwürdigen Sona natürlich durch seine psychischen Fähigkeiten klar wahrgenommen und verschwand von der Geierspitze, wo er sich aufhielt, und erschien neben dem ehrwürdigen Sona im kalten Walde und sagt, sag Sona, du hattest dich wohl früher, als du noch im Hause lebtest, auf dem Seitenklang im Lautenspiel verstanden. Ja, o Herr, und was glaubst du, als die Saiten deiner Laute zu straff gespannt waren, gab deine Laute einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Nein, o Herr, antwortete Sona. Und was glaubst du, als die Saiten deiner Laute zu locker waren, gab deine Laute dann
einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Nein, o Herr, antwortete der ehrwürdige Sona. Wenn nun aber, Sona, die Saiten deiner Laute weder zu straff noch zu lose gespannt, sondern auf mittlere Tonhöhe abgestimmt waren, gab dann wohl deine Laute einen vollen Klang und war sie zu gebrauchen? Ja, o Herr, antwortete Sona. Auf gleiche Weise, Sona, führt eine allzu straffe Anspannung der Willenskraft zur Rastlosigkeit und eine allzu schlaffe Anspannung zur Trägheit. Darum, Sona, halte dich an ein Ebenmaß deiner Willenskraft. Erwirb dir ein Ebenmaß deiner Fähigkeiten und so strebe dann nach dem Ziel. Ja, o Herr, erwiderte der ehrwürdige Sona, dem Erhabenen, und der Erhabene, mehr den ehrwürdigen Sona diese Ermahnung gegeben hatte, verschwand aus dem kalten Walde und trat auf der Geierspitze wieder in Erscheinung. Also ist gut, seine eigene Anstrengung mal unter die Lupe zu nehmen, weil zu jeder Zeit während der Meditation, egal was wir tun, und die Qualität unserer Anstrengung einzuschätzen und auch mal zu schauen, wie wir diese korrigieren können. Welche mentalen Techniken ich mir ausgearbeitet habe, um zum Beispiel während des Sitzens eine zu große Anstrengung loszulassen oder eine fehlende Anstrengung zu generieren. Ich würde noch mal gerne auch kurz Augenmerk darauf werfen, wie unsere Anstrengung und unser Bemühen in unserer Gesellschaft konditioniert ist. Dieses ambitiöse Streben, das ist oft, dass wir so halt konditioniert sind, dass diese Anstrengung manchmal auch beim Meditieren im Weg ist. Deswegen schauen wir kurz vor der Meditation auf unseren Geist und machen kurz eine Bestandsaufnahme und schätzen ein, wie unsere Anstrengung, ob unsere Anstrengung richtig ist. Unsere fast ambitionierten, aggressiven Versuche, Dinge zu kontrollieren, festzuhalten oder loswerden zu wollen, sind halt beim vielen so fest im Geist verankert, dass es schon gut ist, da mal drauf zu schauen. Ich würde mal gerne eine kleine Übung machen dazu. Und dass man mal einfach mal einen ganz rohen Vergleich hat, was damit gemeint ist. Und ihr, falls ihr die Augen noch nicht geschlossen habt, dann schließt mal bitte kurz die Augen und atmet ein paar Mal tief ein. Und achtet jetzt ganz kurz auf euren, oder etwas länger, auf euren Mund. Und achtet auf die Wahrnehmung, wie sich eure Lippen berühren. Wie fühlt sich das momentan an? Einfach so die rohe Wahrnehmung, wie sich das bei euch anfühlt. Und dann stellt euch ganz kurz mal die Frage, wie viel Anstrengung ihr gerade aufbringen musstet, um dies zu tun. Wie sich die Qualität dieser Anstrengung anfühlt, im Gegensatz zu dieser massiven Anstrengung, mit der wir halt versuchen, gerade im Laienleben den Alltag zu bewältigen. Also als, nur mal als Vergleich. Kommen wir zum nächsten Faktor, ganz wichtiger. Und zwar der Faktor der rechten Achtsamkeit, Samasati. Und gerade Achtsamkeit hören wir in den letzten Jahren halt überall. Und Achtsamkeit, ein Wort, das in den letzten Jahren Einzug in fast alle Nischen der Gesellschaft gefunden hat. Sei es achtsamkeitsbasierte Stressreduktion oder achtsames Stricken. Dieses Konzept von Achtsamkeit oder wenn Achtsamkeit zur rein Technik gemacht wird, finden wir heutzutage in der Psychiatrie, in der Psychologie, sogar beim Militär, in der Bildung, beim Sport, im Zusammenhang mit Yoga und in vielen anderen Bereichen. Also ich habe jetzt bestimmt mindestens 10 oder 20 ausgelassen. Und oft ist es eine moderne Entwicklung, die schon positiv ist. Doch die Frage, die sich hier halt stellt, ist, ob man diese moderne Achtsamkeit oder inwiefern sich diese moderne Achtsamkeit von der unterscheidet, die der Buddha lehrte in seinem achtfachen Pfad. Und kann man diese rechte Achtsamkeit einfach so aus diesem Kontext des achtfachen Pfades nehmen, der praktisch die Grundlage für unsere spirituelle Entwicklung ist, im Zusammenhang mit allen den anderen Faktoren.
Und Leute, die es gemacht haben, diese Achtsamkeit einfach als Technik zu sehen und rauszulegen, gab es nicht nur heute, sondern zum Beispiel gab es zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, gab es zum Beispiel Zen-Meister, die japanische Soldaten ausgebildet haben. Oder diese Kamikaze-Flieger kurz davor auch richtig Pep-Talks gegeben haben und die vorbereitet haben, bevor die in Krieg gezogen sind. Und viel später, also es ist alles dokumentiert, dann gibt es ein interessantes Buch, das heißt auf Englisch Zen and War, Zen und Krieg. Und danach gab es halt oftmals viel zu spät öffentliche Entschuldigungen aus diversen Zen-Kreisen. Und das, um es auf den Punkt zu bringen, das Fazit dieser Entschuldigung war einfach, dass sie sich eingestanden haben, dass sie die Achtsamkeit von ethnischen Grundprinzipien getrennt hat. Und diese Trennung zwischen Achtsamkeit, auch die Trennung zwischen Logik und Ethnik finden wir halt auch wieder als krasses Merkmal unserer Gesellschaft heutzutage. Und nicht mit Weisheit verbunden ist, Achtsamkeit ohne, oder dann auch Denken ohne Mitgefühl, ohne Freundschaft, mit Freude und Wissen im Gleichmut. Also hier, wenn wir jetzt die rechte Achtsamkeit als Rechte verstehen wollen, schauen wir natürlich, womit die Achtsamkeit in Verbindung stehen muss, damit sie richtig oder balanciert und heilsam ist. Und da schauen wir mal ganz kurz auf die thailändische Waldtradition. Und da war immer den Begriff, alle Kubanchans nehmen halt nie den Begriff Sati als Dongmi Sati, sagen die zwar mal, aber meistens ist es immer Satipanya. Und dieses Wort Satipanya, Achtsamkeit und Weisheit, ist dort fast zu einem Wort geworden und zusammengewürfelt. Also, dass man die Achtsamkeit nie alleine, ist immer verbunden mit Weisheit. Ne? Jetzt kommen wir natürlich zur der Schlüsselsutta, und zwar die Grundlagen der Achtsamkeit. Satipatthana Sutta, ist euch bestimmt bekannt. Und ich kürze es jetzt nochmal kurz ab, dass die Satipatthana Sutta die Grundlagen der Achtsamkeit ist halt diese stetige Ausrichtung seiner Achtsamkeit auf die Aktivitäten des Körpers, auf die Gefühle oder Wahrnehmung, auf die Aktivitäten des Geistes und auf geistige Objekte. Ich lese es mal vor, schon mal, wie wir das aufnehmen. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Also das ist ein Versprechen, das der Erhabene hier abgibt, und das kam rein von seinem reinen Herzen, und wenn man sich das so durchliest, das klingt halt nicht so, wie man es jetzt heutzutage aufnimmt, wie irgendein Werbeslogan, sondern es kommt wirklich, ist ein Versprechen des Buddhas, also mit diesen Grundlagen der Achtsamkeit, die Verwirklichung von Nibbana. No joke. Was sind die vier? Ihr Bhikkhus, da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als seinen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Herz als Herz betrachtet, eifrig, klar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Also in dieser schönen Sutta wird halt klar, dass man wirklich diese Grundlagen der Achtsamkeit üben sollte. Und vor allen Dingen geht es auch darum, diese Grundlagen ohne Konzepte ganz roh wahrzunehmen und dann natürlich auf deren wahre Natur zu untersuchen. Dafür haben wir nochmal praktisch eine kleine Übung.
Schließ doch mal kurz die Augen bitte. Holt doch mal kurz tief Luft. Achtet kurz auf eure Haltung. Und achtet jetzt auf, einfach mal auf eure, auf eure rechte Handfläche. Versucht eure rechte Handfläche einfach zu spüren. Ganz roh. Falls ihr noch welche Gedanken oder Konzepte über eure Handfläche im Geist habt, versucht ihr einfach mal nur kurz loszulassen und konzentriert euch einfach auf die ganz rohe Wahrnehmung eurer Handfläche. Eine kleine Vibration, Wärme oder Kälte, vielleicht ein Pulsieren, einfach die rohe Wahrnehmung der Handfläche. Okay, kurz abspeichern. Bleibt bei der Handfläche und stellt euch jetzt gedanklich vor, was ihr mit eurer rechten Hand alles tun könnt, was ihr noch zu erledigen habt, was ihr schreiben wollt, was ihr tippen, und schaut darauf, wie sich bei eurer Vorstellung gedankliche Formationen dadurch bilden. Und genau hier sehen wir mit rechter Achtsamkeit klar, wie der Geist sich selbst durch Konzepte strukturiert und somit die Grundlage einer Persönlichkeit schafft. Kurzer Vergleich. Rechte Achtsamkeit in der Mahachatarisaka Sutta, zwar Majjhima Nikaya, die großen 40. Also ich habe jetzt die ganze Sutta, werde ich nicht vorlesen, weil das dann zu langwierig und schwierig ist zuzuhören. Hier mal das Wichtigste rausgeschrieben. Über richtige Achtsamkeit. Achtsamkeit überwindet jemand falsche Ansicht. Achtsam erlangt jemand richtige Ansicht und verweilt darin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. So kreisen diese drei Zustände um richtige Ansicht und treffen sich mit ihr, nämlich richtige Ansicht, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Achtsam überwindet jemand falsche Absicht. Achtsam erlangt jemand richtige Absicht und Verwalterin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. Achtsam überwindet jemand falsche Rede. Achtsam erlangt jemand richtige Rede und Verwalterin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. Achtsam überwindet jemand falsches Handeln. Achtsam erlangt jemand richtiges Handeln und Verwalterin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. Achtsam überwindet jemand falsche Lebensweise. Achtsam erlangt jemand richtige Lebensweise und Verwalterin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. So kreisen diese drei Zustände um richtige Lebensweise und treffen sich mit ihr, nämlich richtige Ansicht, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Also hier sehen wir auch sehr schön und deutlich, wie die verschiedenen Faktoren miteinander verknüpft sind und wie sie sich gegenseitig unterstützen. Und gerade wenn es um Achtsamkeit geht oder auch wenn man seine Achtsamkeit richtig trainiert hat und entwickelt hat, was machen wir damit? Und dann schauen wir auf unsere Praxis und schauen erstmal, wie wir unsere ethischen Grundlagen oder unsere Tugend entwickelt bekommen. Und dann ist halt auch durch rechte Achtsamkeit es manchmal auch oft, ja, schockierend, würde ich sagen, auch mal selbst mit rechter Absicht zu sehen, auf unheilsame Dinge zu stoßen oder bei sich selbst manchmal auch negative Verhaltensstrukturen zu sehen. Und kommt auch an, wie wir das halt, wie wir halt damit umgehen. Man kann zwar schockiert sein, aber in dem Moment, wo die Achtsamkeit bei diesen Strukturen ist, haben wir denen natürlich sofort einen Riegel vorgeschoben und können die nicht ausleben. Also diese Achtsamkeit manchmal,
wo wir fast merken, dass eine potenzielle Gefahr von allen von uns unter bestimmten Bedingungen ausgehen kann. Ich habe mir jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber es gab mal einen Talk, einen Vortrag von Ajahn Chattamalo, der, glaube ich, hieß der, die Mörder sind unter uns. Also diese negativen Verhaltensstrukturen mit rechter Achtsamkeit auch den Mut zu haben, sich die anzuschauen, aufzudecken und damit zu arbeiten, ist natürlich unablässlich. Wo wir zum nächsten Faktor kommen, den Faktor der rechten Konzentration. Trompeten und Paukenschlag wird oft als sehr wichtig eingeschätzt. Dieser letzte Faktor der rechten Konzentration ist er natürlich auch. Und als reine Definition ist natürlich Konzentration die Fähigkeit des Geistes, sich auf ein einziges Objekt zu fokussieren, ohne abzuschweifen. Das ist das, was wir halt durch unser Meditationswort oder Anapanasati halt trainieren, unseren Geist auf ein Objekt zu lenken, ohne abzuschweifen und somit erstmal den Geist zu stillen. Was sagt der Buddha zur rechten Konzentration? Haben wir wieder die großen 40 aus der Majjhima. In jemanden mit richtiger Konzentration ist falsche Konzentration vernichtet und die vielen üblen, unheilsamen Zustände, die mit falscher Konzentration als Bedingung entstehen, sind ebenfalls vernichtet. Und die vielen heilsamen Zustände, die ihre Konzentration als Bedingung entstehen, gelangen durch Entfaltung zur Vollkommenheit. Dann haben wir noch eine Aussage vom Erhabenen in der Samadhi Sutta. Vier Entfaltungen der Geistessammlung gibt es, ihr Mönche. Welche vier? Es gibt, ihr Mönche, eine Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zum gegenwärtigen Wohlsein führt. Es gibt eine Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Erlangung des Erkenntnisblickes führt. Es gibt eine Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Achtsamkeit und Wissensklarheit führt. Es gibt eine Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Versiegung der Triebe führt. Also das Letzte ist eigentlich so unser Hauptaugenmerk, die Versiegung der Triebe. Welche Entfaltung der Sammlung aber, ihr Mönche, die geübt und beharrlich gepflegt, führt zu gegenwärtigem Wohlsein? Da gewinnt der Mönch ganz abgeschieden von den Sinnesdingen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, die mit Gedanken fassen und überlegen verbundene, in der Abgeschiedenheit geborene, von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte erste Vertiefung ein und verweilt in ihr. Nach Stillung von Gedanken und Überlegen gewinnt er den inneren Frieden, die Einheit des Geistes, die von Gedanken und Überlegen freie, in der Sammlung geborene, von Verzückung und Glücksgefühl erfüllte zweite Vertiefung ein und verweilt in ihr. Nach Loslösung von der Verzückung weilt er gleichmütig, achtsam, klar bewusst und ein Glücksgefühl empfindend er in seinem Inneren. Von dem die Edlen künden, der Gleichmütige, Achtsame, weilt beglückt, so gewinnt er die dritte Vertiefung und verweilt in ihr. Nach dem Schwinden von Wohlgefühl und Schmerz und dem schon früheren Erlöschen von Frohsinn und Trübsinn gewinnt er die leidlos freudlose, in der völligen Reinheit von Gleichmut und Achtsamkeit stehende vierte Vertiefung und verweilt in ihr. Dies gilt als jener Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zum gegenwärtigen Wohlsein führt. Die anderen drei lasse ich jetzt mal kurz aus, weil wir uns auf die Versiegung der Triebe konzentrieren wollen. Welche Entfaltung der Sammlung aber, ihr Mönche, führt, geübt und beharrlich gepflegt, zur Versiegung der Triebe? Da verweilt der Mönch in der Betrachtung
des Entstehens und Vergehens, bei den fünf Gruppen des Anhaffens. So ist die Körperlichkeit, so ist die Entstehung der Körperlichkeit, so ist die Auflösung der Körperlichkeit. So ist das Gefühl, so ist die Entstehung des Gefühls, so die Auflösung des Gefühls. So ist die Wahrnehmung, so ist die Entstehung der Wahrnehmung, so ist die Auflösung der Wahrnehmung. So sind die geistigen Formationen. So ist die Entstehung der geistigen Formation, so die Auflösung der geistigen Formation. So ist das Bewusstsein, so die Entstehung des Bewusstseins, so die Auflösung des Bewusstseins. Dies gilt als jene Entfaltung der Sammlung, die geübt und beharrlich gepflegt zur Versiegung der Triebe führt. So einfach ist das. Also praktisch ist es wirklich einfach, dass wir halt für diese Entwicklung der befreienden Weisheit einfach die Methode des Beobachtens in einem konzentrierten Geisteszustand benutzen. Und zwar beobachten wir einfach Materie und Geist, Namarupa, um auf den Grund ihrer wahren Natur zu kommen. Sehen wir dann tief in unserem Herzen mit der rechten Konzentration ihre leidliche und vergängliche Natur, sehen wir natürlich auch durch diese Vergänglichkeit, dass wir keine Kontrolle über sie haben und dass uns diese Dinge eigentlich wirklich gar nicht gehören. Dann aus dieser Einsicht sollte sich oder entwickelt sich wahrscheinlich auch diese Art Entreizung, Samvega heißt die auf Pali, bei dem das Herz dann wirklich diese Dinge als Persönlichkeitsform aufgibt und sich von ihnen wirklich läutert. Dabei will ich nochmal kurz anmerken, dass der Buddha eigentlich nie eine absolute Wahrheit gelehrt hat, sondern es geht halt auch nur immer nur um eine Methode. Und die Methode, diese Dinge als sich von diesen Dingen zu entreizen und sie als leidhaft zu sehen oder als nicht selbst zu sehen, ist wirklich auch nur eine Methode. Also es geht nicht darum, jetzt rauszufinden, ob das, was jetzt draußen geschieht in der Welt, real ist oder nicht, sondern es geht wirklich nur um die Methode, die wir anwenden, um auf diesem achtfachen Pfad uns von Leid zu befreien. Darum geht es uns. Was wir mit rechter Konzentration machen, habe ich nochmal einen kurzen Auszug aus der Hatamaga. Hat das Citta die Khandhas wiederholt, unablässlich und unermüdlich untersucht, wird es ein großes Geschick daran entwickeln. Wenn wir mit Weisheit untersuchen, sind wir fähig, zuerst die physischen Khandhas loszulassen, also unseren Körper. Und in der Anfangsphase der Untersuchung wird Weisheit zunächst den physischen Körper durchschauen und loslassen, bevor sie dies mit anderen Khandhas tut. Von da an kann das Citta schrittweise seine Anhaftung an Gefühle, Erinnerungen, Gedanken und Bewusstsein auf die gleiche Weise aufgeben. Einfach ausgedrückt lässt das Citta die mentalen Komponenten der Persönlichkeit los, sobald die Weisheit sie durchschaut hat. Vorher hält sie sie fest umklammert. Hat aber die Weisheit sie einmal völlig durchdrungen, kann das Citta sie alle loslassen, da es sie alle als substanzlose Formation des Cittas erkennt. Also Cittas Herz, mit Herz gemeint. Ob gut oder schlecht, Gedanken entstehen und vergehen auf die gleiche Weise. Egal, wie sie im Geist auch auftreten, sie sind lediglich von Sanya und Sankara geschaffene Strukturen, die sich ausnahmslos wieder auflösen. Dabei gibt es keine Ausnahmen. Kein Gedanke verweilt länger als ein Augenblick. Ohne Verweildauer fehlt es Gedanken an wahrer Substanz und Bedeutung. Deshalb kann ihnen nicht getraut werden. Wo kommen dann diese Gedanken her? Was produziert sie ständig? Andauernd kommen Gedanken auf, mit denen man sich selbst täuscht. Sie entstehen durch Seh-, Hör-, Geschmacks-, Geruchs- und Tastempfindungen. Außerdem kommen sie von Gefühlen, Erinnerungen, Wahrnehmungen, Gedanken und dem Bewusstsein. Wir nehmen diese Anschauung über unsere Wahrnehmung als gegeben hin und bleiben dieser Täuschung erlegen, bis sie unser Herz verbrennt. Genau durch diese Faktoren, diese falschen Grundsätze des Geistes, ist das Citta befleckt.
Also, es geht ums Loslassen am Ende des Pfades. Damit ist fast der Vortrag schon beendet. Kleines vom Loslassen, kleines Zitat von Bob Dylan. If you ain't got nothing, you got nothing to lose.